Es wird jetzt Zeit, Lösungen zu entwickeln. Unser gemeinsames Projekt. Die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. In Afrika sagt man, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das heißt, es braucht eine Gemeinschaft. Und die Gemeinde, die Kleinstadt, liefert diese Gemeinschaft. Mit jedem Schurken kann man das Bestehende optimieren. 10% billiger, 10% leichter, 10% schneller. Aber für echte Lösungen braucht es Vertrauen. Für Innovation braucht es Vertrauen. Das heißt, die echte Innovation entsteht immer in der vermeintlichen Provinz. Dabei können die Gemeinden einen wesentlichen Beitrag leisten. Alle Dinge, die wir sehen, alles, was uns umgibt, muss völlig anders gestaltet sein, so dass es nützlich ist, nicht weniger schädlich, nicht klimaneutral, sondern klimapositiv. Die Gemeinde zeigt, wie man einen positiven Fußabdruck schaffen kann, wie man klimapositiv sein kann, nicht ein bisschen weniger schädlich. Der Kongress am 14. September zeigt Lösungen. An der Universität werden wir immer für Probleme bezahlt und solange geforscht wird, muss ja niemand etwas tun. Nein, es wird jetzt Zeit, Lösungen zu entwickeln. Und dieser erste echte Lösungskongress ist eine pure Freude. Ich wünsche viel, viel Erfolg dabei. Tickets jetzt über Ü-Ticket bei allen Raiffeisen und Volksbanken sowie Sparkassen. Dein Talent wird jetzt gebraucht. Prominente und authentische Wertebotschafter unterstützen uns dabei. Baldur Preiml, Barbara Stöckel, Sepp Forcher, Gudrun Pflüger, Erwin Thoma, Rupert Mayer, Helmut Mödelhammer, Gregor Sieböck, Karl Siekertz-Leitner, Erika Pichler, Heidi Penterling, Elisabeth Fuchs, Familie Hauser vom Stangelwirt.